Hallo, kleiner Junge. Wo gehen wir denn jetzt hin? Also, wir können wahrscheinlich hier, wir können aber auch hier. Ich gehe jetzt erstmal hier. Hans ist also angeblich bei der Schamanin. Ach, das trommelt da die ganze Zeit. Wow, was haben die sich denn hier gebaut? Das ist ja der Hammer. Können wir mit denen noch reden? Hoi, hoi. Konukmak, tuk-tut. Ah. Tuk-tut, tuk-tut. Süß. Wir kommen da nicht durch, oder? Okay. Ich denke, wir müssen erst irgendwie diese Maschine da abstellen und dann später dahin, weil da geht es hundertprozentig zu der Schamanin hier. So ein Rieseneingang mit Trommeln davor, das kann eigentlich nur die Schamanin sein. So, boah, ist das hier unübersichtlich? Hier verlaufe ich mich doch bestimmt. Ach, Mensch, hallo, warte doch mal. Wo willst du hin? Hier geht's auch noch weiter. Da kann ich was machen. Oh Mann, oh Mann. Ich nehme einfach alles mit, leere Feldflasche. Ja, ich kann jetzt auch irgendwie nicht sehen, was das bringt. Schade. Nee. Da wird irgendwas hochgezogen. Ich frag mich nur gerade, was, wenn ich jetzt die Flasche. Moment. Nee, ich habe noch keine Ahnung, was wir da machen müssen. Also, wir können hier hin, wir können dahin. Boah, ist das hier groß. Tuk-Tuk, Riesenjuckolstadt. Oh, nein, wie süß. Drei Yuckis. Ist das putzig. Mensch, was ist denn hier alles? Ich will erstmal zu den Yuckis. Drei Stück. Ach nein. Ja, hallo. Was ist das? Können wir hier irgendwas machen? Können wir da unsere Fischgräte hinlegen, die wir immer noch seit Ewigkeiten dabei haben? Ich blick hier gerade nicht durch. Ich gehe mal alles so ab von rechts nach links. Da ich gerade nicht weiß, warum wir uns diese Stelle hier genauer anschauen können. Leere Flasche, Rentiergeweih. Nee, da sehe ich ehrlich gesagt noch keinen Sinn. Okay. Wir können hierhin, wir können dahin, wir können überall hin. Die Möglichkeiten sind gerade mannigfaltig, wie der liebe Gronkh jetzt sagen würde. Also, mit dem können wir nicht reden. Wir können hier hin. Ey, was ist denn das für eine Riesenstadt hier? So. Also, dahin, da hoch, dahin. Na geil, ich gehe hier hin. Ich gucke mir erstmal alles an. Und eventuell kann man dann aus den Gegenständen, die man da findet, oder das, was man da sieht, irgendwie. Kann man daraus schließen, was man hier tun muss? Da geht's nicht hin, da geht's, oder? Können wir da doch noch hin? Das ist ja krass. Nee, aber Moment, wir können dahin. Oh mein Gott, ich werde mich hier so sehr verlaufen. Ist ja der Hammer. Da ist. Moment mal, Kate, oder kann man da nicht hin? Oh Gott, wir können da noch hin. Ey, ich kriege hier gleich zu viel. Was ist das? Dahin. Das ist gerade eine extreme Reizüberflutung. Ich kann hier hin, aber im Endeffekt kann ich hier nichts machen. Hier sind so viele Sachen und ich sehe gar nicht, was ich angucken kann. War da was? Nein.
Okay, irgendwie ist hier nichts. Leichte Überforderung gerade. Ist das ein Schiff? Das sieht so aus wie ein Schiff. Ich gehe jetzt hier hin. Ah, okay. Jetzt sind wir also wieder da. Das kann ich mir sowieso nicht merken. Und werde mich noch 100 Mal verlaufen. Ja, Kate, geh doch mal. Ach so, das ist hier die Brücke. So. Da haben wir es gerade versucht. Ah! Komischer Vogel, diese Schneeeule. Komischer Vogel, können wir damit irgendwas machen? Müssen wir die Flasche eventuell auffüllen? Ich habe doch keine Ahnung. Es ist echt groß hier. Scheiße, hier waren wir doch schon. Mann. Ich laufe jetzt nochmal hier einmal rum. Ich gehe nochmal dahin, wo die Yukis waren. Nee, Moment. Ich kann ja jetzt auch hier hin, oder? Oh Gott. Also dahin. Das ist jetzt echt doof, dass man irgendwie nicht so eine Gesamtübersicht hat. Wisst ihr, so eine kleine Karte jetzt, was wo ist? Weil ich finde mich hier gar nicht zurecht. Ich werde 500.000 Umwege gehen. Nur weil ich irgendwo hin will. Und dann bemerken, dass ich einen viel einfacheren Weg hätte wählen können. Und das ist gerade echt so viel. Das sieht cool aus hier mit den Eiszapfen. Wobei man das ja eigentlich nicht macht, hier den Mammuts die Stoßzähne abhacken und dann das Elfenbein benutzen. Hätten sie sich auch mal was anderes suchen können, die Yuko-Leute. Das sieht aus wie so ein kleiner Altar oder so. Ist das so eine Höhle? Alter Kreisverwalter, wie viel ist denn hier? Ich kann aber auch so gar nichts machen. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Nein. Sonst ist hier nichts mehr. Ja, okay. Dann gehen wir halt wieder. Ich glaube, jetzt habe ich aber alles gesehen, oder? Also, ich meine, das kann ja nicht noch größer sein. Wir müssen zu der Schamanin, weil Hans da ist. Dazu müssen wir irgendwie die Trommeln abstellen. Wir haben die Flasche, die wir ja, wie so ein Lastenaufzug, so ein selbstgebauter, da haben wir die Flasche gefunden. Da können wir irgendwas hochziehen oder aber runterlassen. Was haben wir noch? Wir haben eine russische Puppe und wir haben eine Fischgräte. Und sonst haben wir ganz viel Ahnungslosigkeit. Ach so, hier waren die Yukis. Ach, da wollte ich hin, genau. Genau, da war ich noch nicht. Ey, nee, bitte, das kann doch jetzt nicht hier... Ah, da kommt man nach oben. Oh, sag bloß da... Ach, Gott, oh Gott. Sag bloß, hier geht's jetzt noch weiter. Das sind auf jeden Fall... Das hier sind doch Eisenbahnschienen. Das ist doch bestimmt für den Zug. Gott, da geht's auch noch weiter. Ich will nicht mehr. Unendliche Weiten, wo sind wir da?
So. Ach, wird das lustig hier. Gut. Dieses Ding muss weg. Irgendwie. Da muss der Zug hin. Ja? Das Ding klemmt. Nein, das funktioniert nicht. Okay, sie dreht nochmal. Moment, da oben liegt aber ein Seil. Ach, ich habe eine Idee. Man muss vielleicht, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das jetzt direkt schon machen können oder ob da wieder tausend andere Sachen kommen. Man muss bestimmt das Seil am Zug befestigen. Das Seil am Zug befestigen und dann hier drehen, dass der Zug rangezogen wird. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Reden wir erstmal mit dem. Kulit, tuk tut. Kulit, tuk tut. Kunukmak, tuk tut. Kulit, tuk tut. Tuk tut. Ich liebe das. Toll. Kann ich mich sehr dran erfreuen. Kate? Ach so, sie geht da runter. Schön. Eine Folge lang die totale Entdeckung der Jokolstadt. Das darf doch nicht wahr sein hier. Hierhin, Kate. Das darf echt nicht wahr sein. Was machen die beiden denn da? Tuk, tuk. Sag bloß, wir sind jetzt... Nee. Ach nee, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ach Gott, jetzt sind wir wieder da, wo da vorne dieser Altar ist. Boah, das darf echt nicht wahr sein hier. Das ist ja der Hammer. Ich versuche das jetzt mit dem Seil. Ob ich da oben noch irgendwie weiterkomme. Und an solchen Stellen, wo man halt viel laufen muss und wo große Gebiete sind, da finde ich das dann eigentlich immer ganz schön, wenn man automatisch dann so ins nächste Bild laufen kann. Ich meine, bei Geheimakte Tunguska war das so, oder zumindest beim zweiten Teil, dass man halt einmal klickt und dann wird der Bildschirm so kurz schwarz und dann ist man sofort in der nächsten Szene. Das erspart immer viel Zeit, weil... Ja, nicht nur Zeit, auch... Ja, es erfreut sich ja keiner daran, wenn man jetzt hier ewig lange Laufwege hat. Nicht nur auf Let's Plays bezogen, sondern auch so als Spieler. Da denkt man sich dann auch irgendwann so, boah, mach hinne. Jetzt zum Beispiel so, warum muss sie jetzt da ganz hochlaufen? Damit man sich diese wunderschöne Umgebung anschaut vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, Kate, mach hinne. So, da ist das Seil. Und wir können es nicht nehmen. Wir gehen einfach noch weiter nach oben. Kulit, tuk tuk. Hoch. Hey, hallo. Guten Tag. Kunukmak, tuk tuk. Kunukmak, tuk tuk. Ich bin Kate. Ich heiße Kate Walker. Und Sie? Nanuk Metall. Tut na. Nanuk. Tuk. Tut. Ja. Nanuk Metall. Tuk tut na. Ich hoffe, Sie fürchten sich nicht vor mir. Weg, Nanuk Metall. Weg, weg. Tuk tuk na. Na. Tuk tut. Bestens. Werde ich mir mehr. Ja, super, Kate. Ganz toll. Verstehen Sie mich nicht? Mach dich. Weg, Nanuk Metall, na! Ich verstehe auch nicht besonders viel. Witzig. Das ist nur ein Zug. Aus Metall. Wie Oscar. Weg, Metall! Ja, genau. Duk-Dut. Nicht gefährlich. Danke. Sehr liebenswürdig. Kulit. Duk-Dut. Geil. Ach, Hammer. Ist das cool. So, da kommen wir zum Zug. Das ist nur Metall, wie Oscar. Ach, scheiße, wir sind wieder ganz am Anfang. Ich gehe mal zu Oscar. Duk-Dut.
Metall. Beg, Nana, Kulit. So geil. Ich habe früher auch immer, ich habe das so gerne gemacht, mir mit Freunden irgendeine Sprache ausgedacht. Wir haben dann immer nur so Kauderwelsch geredet, aber wir haben uns verstanden. Zumindest haben wir so getan. So, Oskar. Tuk, tuk. Metall. Hallo. Guten Tag, Oskar. Kate Walker, wo waren Sie denn? Ich muss gestehen, ich war etwas in Sorge. Ich bin hier, Oskar. Das ist die Hauptsache. Aha. Allmählich mache ich mir Sorgen, Oskar. Sie haben Herrn Vorarlberg nicht gefunden, stimmt's? Nö. Ich befürchte das Schlimmste. In seinem Zustand kann er doch nicht weit sein. Sicher. Aber wo? Bei der Schamanin, du Alte. Haben Sie das gesehen, Oskar? Der Hügel ist hohl und die Schienen laufen ins Innere. In der Tat. Äußerst seltsam. Der Hügel bebt. Ein Tor geht auf und aus der Höhle da kommen Eingeborene. Sie sind sogar mit einem Seil bis an den Zug herangekommen. Als ich etwas zu ihnen sagte, liefen sie davon. Warum wohl? Metall. Wir müssen uns jetzt wieder in Bewegung setzen und auf den Schienen weiterfahren. Das geht nicht, Kate Walker. Der Federmechanismus der Lok muss aufgezogen werden. Ich fürchte, wir können nicht weiterfahren, da es hier nirgendwo eine Aufziehstation gibt. Das ist schon komisch, dass Herr Vorarlberg daran nicht gedacht hat. Hat er vielleicht doch, Oskar? Na klar, der Hans denkt an alles. Haben Sie herausgefunden, wie man in die Höhle kommt, Kate Walker? Noch nicht, Oskar. Hä? Klar. Ich habe das Gefühl, die Yukol haben Angst vor Ihnen, Oskar. Ach, und warum? Ich habe keine Angst vor Ihnen. Die haben sicher noch nie einen so vollendeten Automaten gesehen. Vermutlich. So Typen wie mich trifft man nicht alle Tage. Ich gehe los, Oskar. Ich warte auf Sie, Kate Walker. Sag mal, warum wird das Spiel jetzt auf einmal so lustig? Das kann doch nicht sein.